Die hatte vorgelegt. Haben sie mir wieder den Mund wässrig gemacht, das ist immer so gemein, so kurz vor 8, ne, da hat man sowieso Hunger. Sind das, ist die bergische Pfannkuchen, ist das ein typisches arme Leute essen? Die hat das vorgelegt. Ja. Das ist richtig. Sie machen ja mit ihrem Buch inzwischen auch Lesungen. Auf was für eine Resonanz stoßen Sie da, wenn Sie das auf Platt vortragen? Platt, sehr große Resonanz. Er kommt zurück vom Einkauf bei den üblichen Discountläden. Der Hausmann Gunnar Wuppertal. Aldi, Lidl und Plus. Ein bisschen Mettwurst im Schrank oder so. Machen Sie einen warmen Kartoffel, oder? Mit Schmand angemischt. Die hat das vorgelegt. Mit Schmand angemischt. Einfach diese Mettwurst ein bisschen gebraten darunter. Mit Schmand angemischt. Aldi, Lidl und Plus. Wir machen hauptsächlich mit Kartoffeln irgendetwas und wenn sie dann noch irgendwelche Reste haben. Aber Fleisch brauchte man nicht und Herz auch nicht. Und das gibt's ja eigentlich jetzt erst neu bei den Discountern. Ein bisschen Mettwurst im Schrank oder so. Machen Sie einen warmen Kartoffel. Der jüngere Wuppertal oder der jüngere Bergische hat ein bisschen Probleme bei dem Bergischen. Es geht so einfach, so schnell. Ein bisschen Brühe dazu, ein bisschen mit... Bergisches Platt ist eine echte Sprache. Mit Schmand anmischen. Es ist kein Dialekt. Und gebraten, einfach diese Mettwurst ein bisschen gebraten darunter. Danke.